Oxidationszahlen kann man ganz leicht mit dem Periodensystem der Elemente bestimmen. Dieses Video hier ist ein Hilfsvideo. Ich habe sehr lange Unterrichtsmitschnitte. Ich habe ja meinen Unterricht bloß mitgeschnitten und da fühlten sich die Schüler ein bisschen vereinsamt. Und wie komme ich denn da hin? Und da haben sie sich durchgeklickt und naja. Damit ihr nicht lange suchen müsst, erscheint dann hier ein Link. Ich muss jetzt allerdings noch ein kleines bisschen reden, damit der Link auch dann hier erscheinen kann. Also das Video muss eine gewisse Länge haben. Und dann kommt ihr direkt in den Unterricht und zwar genau an die Stelle, wo ihr hin wollt, nämlich zu Beispielen in diesem Fall für das Bestimmen der Oxidationszahlen. Naja, ich denke mal, wenn ihr sagt, das ist nützlich, dann bitte ich um einen Daumen, so oder so. Bin mal gespannt, wie es ankommt bei euch. Ich hoffe, es hilft. Und vor allem, wenn wir uns dann im Unterricht wiedersehen, hoffe ich, dass es euch auch Spaß macht. Nicht nur das Zuhören, sondern auch das Verstehen. Bis dann.